Und wer hätte es gedacht? Da sind wir wieder in der gleichen Position, wie wir gerade Schluss gemacht haben, da ich ja fortlaufend aufnehme. Willkommen zurück hier bei eurem Blacky in Dark Souls 3. Und jetzt schauen wir mal, was die hier drauf haben. Ja, hast du gedacht, ne? Das habe ich gedacht. Diese Dinger sind irgendwie komisch. Geheimpfad. Oh, das tut irgendwie weh in den Ohren. Zwei. Okay. Glut. Ja, ich werde die Glut wohl wahrscheinlich jetzt etwas öfter brauchen. Da komm noch runter. Oder wie komme ich da hoch? Ahnung, ist mir auch relativ. Zeit für Schatz unterhalb. Ah. Okay. Okay, schick. Zeit für Schatz ist immer klasse. War der schwanger? Oh, Mohrensring, okay. Foliant für Karim. Karim, wer war noch mal Karim? Mit Folianten. Ich weiß nur, dass man mit dem Folianten wohl seine Händler und sowas aufbessern kann. Nein, ich bin tot. Scheiße. Oh, super. Jetzt darf ich da nochmal hinrennen. Oh, ich freue mich. Yay. Juhu. Und wieder von Anfang an. Karim, wer war nochmal Karim? Ach, sobald ich hier beim ersten Bonfeuer bin. Gucken wir mal nach, wer Karim ist. Alter Schwede. Also ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich erst
Ja, ich mach das jetzt echt so. Einmal Glut. Oh, vielleicht taucht hier ja auch irgendein Zeichen auf. Ne? Kein Zeichen? Hm? Oh, gut. Auch gut. Dann eben kein Zeichen. Krähendämon, Großklinge. Da. 83. Plus 5 hat die. Das ist sonst auch nicht die Welt. Aber ich nehme doch lieber das Astora. Das hat mir ganz schön gut hier durchgeholfen. Das Tora ist, ich finde das sehr nice. Es ist schnell, es ist stark, es macht viel Schaden. Blödes Ding. Kann ich jetzt von hier aus nicht irgendwie nach rüber? Nee, ne, das geht gar nicht. Ich muss echt hier runter. Das ist ganz ulkig. Also ich glaube, würde da oben nicht stehen, versuche Absprung oder sowas. Ich hätte das nicht gefunden. Okay, die Gegnerin hier war wohl nur einmalig. Das ist gut. Die war auch schon ganz schön strong. Fand ich, die hat ganz gut reingehauen. So. So. Ah ja, wenn man den Ring bekommt, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was das ist. Ein Ring. Verstärkt Wunder. Verstärkt Wunder. Also für uns völlig uninteressant. Naja, gut, ist ja egal. Runter muss ich trotzdem, damit ich meine Seelen wieder krieg.
diese Viecher, ey. Ah. Aber wo sind meine Seelen? Ach, ich bin da vorhin gestorben, ne? Ah, shit. Da sind meine Seelen natürlich futsch. Ach, verdammt. So, komm, jetzt muss aber hier irgendwo auch mal ein Leuchtfeuer sein. Da unten. Perfekt. Perfekt. Ganz viele Zeichen, das heißt, hier ist schon wieder irgendwas. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are on the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Wood. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the Grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Alles klar. Oh, yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight. A fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifice beyond the Okay, jetzt erzählt das Gleiche. Blaue Wächter. Ja. So. Gehen wir jetzt mal wieder back. Back to the Feuerschrein. Hier sitzt eine Tussi. Wer ist das denn? Hm. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Okay, mehr bringt jetzt nicht. Much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Nö, sieht nicht so aus. So, wir haben Folianten gekriegt. Für Karim. Hohe Wunder von Karim lernen. Kann ich den benutzen oder was? Nee. Welcome home, I shall speak thine heart. Das ist die Aschehüterin. Farewell, Ashen One. Ah, well met. How may I? Nee, Karim, ist das vielleicht der Schmied? Ah, tis good, this one needs me. Andre. Komisch. Karim, wer kann denn Karim sein? Der Typ, der da sitzt, vielleicht. What a sick joke. Asking, are we talking truth?
heiliger Foliant aus Karim, beschrieben in Blindenschrift, okay. Gibt ihn einem Geschichtenerzähler, um Karims fortgeschrittene Wunder zu lernen. Es ist die Tradition des weißen Vaters, großes Vertrauen in die Worte der Blinden zu legen. Okay. Ich kenne keinen Geschichtenerzähler aus Karim. Welcome home, speak. Very well, then touch take. Komisch. Naja, egal. Ich behalte ihn einfach mal bei mir und warte einfach mal ab, was jetzt passiert. Farewell, Ashen. Am schönen Pfad der Opferung. Wird doch bestimmt wieder nicht lange warten lassen, bis hier irgendwie ein Boss kommt. Ach du lieber Gott. Kommt jetzt hier mit Baumstammlanzen. Naja, solange es nur so Lanzenträger sind und nicht wieder irgendwelche komischen Krähendämonen. Das ist relativ. Wasser. Oh Gott, was ist das für ein Vieh? Das ist doch wieder ein Boss. Das ist doch bestimmt wieder ein Boss. Aber ich glaube, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Also, wenn es euch interessiert, was das da hinten ist, dranbleiben. Und wir finden es in der nächsten Folge heraus. Bis gleich.